Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Nier Automata. Im letzten Part haben wir wieder den Goliath erledigt. Hier haben wir ein riesiges Loch in der Erde und das werden wir uns anschauen. Und ja, es war... Analysis. It is a cave-in caused by the collapse of an open space underground. That's a weird looking enemy. Au. Holy shit. Wo kam der Kleine her? Den habe ich nicht gesehen. Oh lol, als ob ihn das hier nicht erledigt. Als ob ich hier jetzt schon so richtige Probleme kriege. Komm schon, hacken! Au. Boy. Das wird, also minimal problematisch, glaube ich. Das war eine lange Ladesequenz für das Minispiel, oder? Was war das? Level 32. Als ob ich hier die ganze Zeit die Level abstaube. Wie so ein Irrer. So. Das ist halt schon ein bisschen seltsam, oder? Naja. Aber mit Helden kommen wir auf jeden Fall gut klar. Auch damage-technisch. Nee, ich kann nicht mehr sprechen. So, ganz vorsichtig. Ich sollte weniger Scheiße spielen. Da kriege ich hin. Ja, nice. Als ob ich das jetzt einfach so hingekriegt habe. Und ja, das hat ihn sauber erledigt. Das ist auch schön. So, den will ich auch. Ah, nice, ich habe ihn. Das kriege ich hin, oder? Kriege ich hin? Oh nein, der hat neue geportet. Ah, da, da. Komm schon, komm schon. Der eine Kern ist erledigt, der andere... Ah, ganz vorsichtig zielen. Ey, ich werd besser. Das ist super. Ich freue mich, okay? Ich soll gesagt, irgendeiner... Nein, du bist immer noch scheiße. Mir egal, okay? Ich finde, ich bin besser geworden. Ah, fuck. Na komm. Jetzt habe ich mir, glaube ich, da so selbst einen Schutz weggemacht. Egal, ich habe es doch hingekriegt. Fantastisch. Nein, das hat ihn nicht erledigt. Aber wir können das Ganze ja nochmal wiederholen. Oh, es ist so einer dieser geschützten Dinger. Ah, das ist immer recht problematisch. Ah, fuck. Da habe ich jetzt nicht viel Ausweichfläche gelassen. Na komm. Als ob er das die ganze Zeit abblockt. So, jetzt ganz vorsichtig. Ich habe nur noch... Nice! Das erledigt dich, oder? Nicht als ob. Ah, ich mache ihm wegen seinem doofen Schutz da nicht allzu viel Schaden. Egal, hat auch so noch geklappt, das letzte bisschen. Fantastisch. Wir gehen jetzt auch schön unten rein. Also ins Loch. In den Untergrund. Und treffen wieder dann auf Adam und Eve. Ich bin mal sehr, sehr gespannt, was dann jetzt noch alles weitergeht. Vor allem, wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt, wo 9S wirklich verschwindet und wir dann komplett neue Story-Passage sehen sollten. Was mich auch dazu führt, dass wir generell nicht mal im Prinzip allzu weit weg von irgendwas. Ne, warte, wir haben noch den Wald. Da müssen wir auch noch hin. Da war ja noch was. Und ja, ich sollte die Gegner auf jeden Fall mitnehmen. Ich habe jetzt selbst nicht unbedingt Lust, hier die ganze Zeit... Obwohl, ja doch, es macht halt Spaß, aber... Ich will hier nicht die ganze Zeit rumstehen und... There must have been a hollow down there this whole time. Ja. Und wer hat dir die Erlaubnis gegeben, mitten in meinem Satz reinzureden, hä? Wer denkst du eigentlich, wer du bist, 9S? Oh, das hacken wir erstmal auf. Ich finde es seltsam, dass die Ladesequenzen, die echt lange dauern, manchmal... Oh, was ist los? Oh, holy shit, da waren wohl einiges an Materialien drin. Das ist auch nett. So, die Leiche nehme ich auch wieder mit. Der Job. Der gute Job.
So. This hallway looks pretty old. Ja. Ich hatte das Meer. Ach. Oh Gott, ich brauche unbedingt die Level-Ups. Ich bin so krass unterlevelt. Es ist halt nicht einmal mehr lustig. Ich meine, die Gegner... Ich mache denen kaum Schaden, wenn ich ehrlich bin. Außer Hacken. Und da weiß ich nicht, ob das wirklich mit Level-Up stärker wird oder ob das jetzt einfach nur OP ist, weil wir in der Regel eigentlich zu viel Damage reindrücken könnten. Na? Wahrscheinlich ist das eigentlich... Es sollte wahrscheinlich mitskalieren. Eigentlich sollte wahrscheinlich so ein Hacken ein sauberer One-Hit sein, glaube ich. Weil... Ja doch, es sollte wahrscheinlich schon ein sauberer One-Hit sein. Außer bei Bossen, selbstverständlich. Oh, da liegt ein Item. Nice. Und hey, mein Internet hat übrigens den gestrigen Part doch liefern können. Was ich natürlich sehr fantastisch finde. Hör auf damit. Find ich nicht... Au. Ich finde das immer nicht... Ich mag es nicht, mit deinem Essen da ranzugehen. Ich habe auch das Gefühl, er hält nicht so viel aus. Wo ich mir halt nicht sicher bin, ob das am hohen Level liegt oder ob einfach was Sinn ergeben würde. Dass sein das einfach ein bisschen zerbrechlicher ist. Ich meine, er ist eh eine Scanner-Einheit. Ich meine, es ergibt Sinn bei 9S. Wenn er nicht allzu viel aushalten würde, ne? Naja, treffen wir mal. I don't know. There's nothing like it in the database. Are they dead? To be. Look. Destroyed alien motherships. Welcome to the graveyard of our creators. You. To be. Look out! My name is Adam. The aliens you seek are no longer here. They were wiped out centuries ago. By us. The machines. Wiped out? And who knows? Perhaps we'll wipe out the androids next. Machines are weapons capable of evolution. We can grow. We can become aware. Eventually, the intelligence within our network began to surpass that of our creators. You'd probably be surprised at how quickly it happened. You destroyed your own creation. Oh, ich hacke Adam. Nice. Und? Er hat sie vor Jahrzehnten. Nee, centuries ist ein Jahrhundert. Fuck. Oh, there's no need to fret about them. They were simple. Infantile. Almost like... Plants, I guess you'd say. They held no value to it. Ja, ich unterbreche ihn. Aber er wird mir so auf die Fresse hauen, wenn ich ihn nicht hacke. Oh, komm schon. Oh, komm schon. Als ob die jetzt so viel noch spawnen. Schöne Kreisbewegung machen. Bleib konzentriert, Fully. Du schaffst das. You can do it. Und. Nice. Fantastisch. But the humans on the moon? Now they are interesting. Why them? Because they are an enigma. They... Ja, wir kennen ja eh den Dialog. Es ist jetzt nicht so, als ob ich was unterbreche. Ja, okay, ich unterbreche es halt schon, aber ihr versteht, was ich meine. So. Ah, komm schon, treffe ich ihn. Nice, ich hab's geschafft. It's fascinating, don't you think? What could possibly drive such behavior? We have dedicated ourselves to unraveling this riddle of humanity. And now we will allow you to... Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich ihn besiege. Oder ob er dann sagt, ha, 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 ich bin am Netzwerk angeschossen, du kannst mir gar nichts. Au. Er macht es mir auf jeden Fall nicht leicht. You were made in their image, after all. Assist you with what? It's simple. We need you to locate the humans on the moon and bring them to us.
Die wollen die Menschen erledigen. Stimmt, da war was. Und ja, Jahrhunderte, vor Jahrhunderten wurden die schon, die Aliens, erledigt. Das heißt, die Leichen sind einfach nur immer noch da. Naja, vielleicht verwesen die ja nicht. Die Menschen. Ah. Was ist, wenn dein S tatsächlich bei Adam war? Weil er da Infos hatte. Und er hat es einfach nie gesagt. Nein, meine Zeit! Meine Zeit! Na, ah, ich hab's doch ganz knapp geschafft. Nice. We will then dissect and analyze them in order to drag their secrets forth into the light. Surely you see the attraction in this. Are you insane? We'd never do that. Can you believe this, 2B? This guy's bonkers. Well, I suppose this concludes negotiations. The only remaining option is to destroy you. The same way we destroyed these pathetic little aliens. Okay, Didi does it. Time grows short. This year, this is the fate that befell our creators. As for your beloved humans, I guess we'll see, won't we? They're gone. The aliens were already dead. Yeah. We better get back to the bunker. Hm. Also die, die da waren, hat er erledigt, aber allgemein der Großteil der Aliens wurde wohl allgemein schon von den Maschinen erledigt. What a pain. Stop complaining. Yeah, yeah. Hm. 2B, this is Operator 6-0. We now have an operational transporter in the city ruins. We're attempting to deploy them at other points as well. About time we had access to those. Care to fill me in? Transporters? They let you transfer your consciousness to a temporary body back in the bunker. I heard some tech guys talking about it a while ago, but I didn't know they'd finally got it working. Anyway, I'll mark the positional data on the map. Ja, fantastisch, endlich. Hey, na? How's it hanging? You again. Your commander told me to build a new access point, so here you go. Oh, and I got the stupid transporter up and running too. Thank you? I've known the commander for a while now. She sure is good at pawning work off on people. Next time you see her, give her some lip for me, will ya? So this is a transporter now, huh? Still, transporters are pretty handy. They're way faster than flight units when it comes to traveling between Earth and the bunker. Flight units also leave us open to attack, and they're expensive to operate too. Ja, deswegen finde ich wunderbar, dass wir das endlich nutzen können. Warte mal. Schade, ich dachte, ich könnte schon zu anderen Gebieten. Aber nein, natürlich nur die, die ich auch mit 9S aktiviert habe. Egal, gehen wir zum Bunker zurück, wie wir sollen. Ich glaube, ich bin aus dem gesamten Dialog nicht allzu schlau geworden. Oh! Das war 9S's Stimme, oder nicht? Aber das wäre jetzt seltsam auf 9S zu beziehen. Es sei denn, er ist ein Mensch. That concludes our report on the events surrounding the alien wreckage. Then they were dead this whole time. The Council of Humanity needs time to formulate a plan. Until then, this information must be kept confidential. Speak of it to no one. Of course. Your next mission is to gather additional intel on the individual known as Pascal. You mean that freaky machine we ran into? This order comes directly from the Council. Knowledge of such unique individuals is essential for the success of future missions. Understood.
Also tatsächlich. Was ist, wenn nein, es ein Mensch ist? Obwohl, ich bin ja immer noch der Meinung, es gibt keine Menschen, die hier, der Commander verarscht uns. Warum? Ah, ich kann so schlecht darüber reden, warum es eigentlich keine Menschen geben kann. Weil da müssen wir ins Spoiler-Territorium gehen. Aber um eine Sache zu sagen, Emil war einer der Letzten. Ja, Emil ist ein Mensch. Dieser eine Kopf da. Er ist auch fucking alt. Holy shit, er ist 9000 Jahre alt oder so. Das ist so lächerlich, wie alt Emil eigentlich schon ist. Na, ich habe eine neue E-Mail, vielleicht von meinem Operator. Vielleicht lädt sie mich endlich zum Date ein. Wahrscheinlich ja nicht. Was ist mit dir? Glaubt ihr etwa alles? Für wen sind wir eigentlich in den Krieg? Ach, nichts. Das war nur mal ein Versprecher. Vergiss es. Okay, die Yor-Truppen scheinen eigentlich auch. Commander sure is a slave driver, huh? And now we have to go back to the city ruins. Why don't we rest a little bit, 2B? It's been a while. I'll rest if I feel like it. No. Was überlege ich hier gerade eigentlich? Ja, komm, gehen wir einfach weiter. Schnell speichern, Transport. Pascals Dorf. Los geht's. Tobi, kommst du nicht mit? Nein? Okay, bleib da. Wir sehen uns. Hoffe ich. Oh nein. Ah, ich weiß nicht, diese Cutscene ist so die erste, die mir so wenig sagt. Ich meine, es war auch eine Maschine abgebildet. Das ist nicht unbedingt auf ihn hier, auf 9S ausgelegt. Das ist halt etwas, was ich einfach nicht glaube. Ah, gehen wir nochmal runter. Moment. Ich will nämlich mal in den Waffenshop rein. Hey, Waffenshop, ja. Kaufen. Ah, ich habe ja schon gekauft, okay. So, dann gehe ich hier in den Shop. Ja, ich sehe mir alles an. Ich hole mir natürlich kleine Erholung. Ja, ich habe mir wirklich alles voll gekauft. Weil. Ah, warum nicht? Ja, der Rest ist halt. Okay, könnte ich ja auch mal angucken. Ah, Hauptsache Heilung. Da kann man nie genug haben. Ja, okay, 99, aber. Gehst du hoch? Danke. Hey, Pascal. Willst du nicht auch spionieren? We need to talk. Of course. I'll help however I can. Pascal, warum hast du dich denn zu... Ja, das kennen wir eigentlich alle sehr. Er hat zu viele Sternseen und die Aliens. Weißt du etwas über die Aliens? Das sind die, die wir erschaffen haben. Er hat keine Ahnung. Nach anderen Maschinen fragen. Yes, Tubi? Aside from this village, are there any other machines that are cut off from the network? You so kindly defeated in the amusement park wasn't part of the network. You mean that singing thing? Oh, and of course there's the Forest Kingdom, but... Forest Kingdom? Yes. It's a vast woodland area not far from here. There's a group of machines there attempting to build a nation of sorts. They're quite hostile to outsiders, however. We can't so much as go near the place. Where is it? Northeast of the city ruins. You should be able to reach it by passing through the ruins of the commercial facility. If you go, however, be careful. Things have been rather rough there lately. This Forest Kingdom sounds like something we should check out. Ja, und nur wenn wir Emil finden. So, komm. Auf geht's. Hey, hoch hier. Und zwar hier lang, ne? Es ist halt echt doof, dass ich das einfach nicht... Wie blöd ich da einfach war und das letztens so komplett nicht mehr wusste. Was war denn los mit ihm?
Oh lol. Was ist denn los mit euch? What was all that about? No idea. Entschuldigung, darf ich fragen, was gerade passiert ist? Ach, das ist so peinlich, aber wenn ihr es unbedingt wissen wollt, ich hatte ein Streitgespräch mit meinem Kind. Was du nicht sagst. Der Junge wollte nicht auf mich hören und jetzt ist er weggelaufen. Wer weiß wohin. Das ist jetzt ziemlich dreist von mir, aber könntest du ihn wohl suchen und nach Hause bringen? Ich würde ja selbst gehen, aber alleine könnte ich da draußen niemals überleben. Okay. Ja, Familienstreit. Okay. Say, 2B. What? When do you think you'll be willing to call me Nines? 9S works just fine. Well, yeah, but... aber... This job can be pretty rough sometimes, huh? We don't get to choose our assignments. And you should work on keeping your opinions in check. Yorha aren't allowed to be emotional, remember? I think some of us are better at that than others. Ja, im Prinzip hält sich da so wohl kaum einer dran. Also was heißt kaum einer, aber nicht alle. Was ich recht interessant finde. Was wollt ihr denn? Oh, holy fuck, warum seid ihr alle so stark? Hör mal auf, so stark zu sein, bitte. Au. Mann. Ich brauche endlich mehr Stärke, auf jeden Fall. Ich muss höher vom Level, ohne Witz. Der Damage ist halt echt nicht mehr so gut. Ich weiß nicht, wie das dann bei den Bossen weiter aussieht. Eigentlich ist es interessant, dass wir Adam erledigt haben. Das hat uns, glaube ich, einen Haufen Erfahrungspunkte tatsächlich gegeben. This must be the commercial structure Pascal was talking about. The records say it was once a facility known as a shopping center. Ja. Wo sind denn die anderen? Alle? Ja. Was ist hier? Komm ich hier hin? Wann ist das eigentlich mal frei, die Aufzüge? Hm. Würde mich ja interessieren, wenn ich die mal benutzen kann. Davon gibt es ja einige, die wir einfach noch nicht betreten konnten. No getting through here. Maybe there's some kind of mechanism we could engage? Ja, sind ein paar Maschinen. If we were human, we probably would have gone shopping and such here, right? More meaningless conjecture. You're so serious, 2B. You know that? Alert. Multiple machine life forms detected above our position. All hail the Forest King. All hail the Forest King. Who the heck is the Forest King? You're getting distracted. Well, what do you expect? I'm a scanner. Combat was never meant to be my forte. All hail the Forest King. Ja, ich merke das, Nanes. Deswegen will ich eigentlich nicht wirklich allzu lang mit dir spielen. Deswegen ja. Eher der dritte Run, wo wir Sidequests machen. Aber ich finde die Musik mal wieder total cool. Und ich mochte gerade den Spruch, wenn wir Menschen wären. Ja, wenn wir Menschen wären. Alter, wie ich hier gerade die Level-Ups abstaube. Alter! What? Wie alle gestorben sind, wenn ich den Kern da, also diesen einen Punkt da erledigt habe. Okay, der ist neu gespawnt. Ach, der explodiert so ein bisschen. Okay. So, den einen kann ich so mitnehmen. So, und den erledige ich dann wieder mit einem Hack. Hört mal auch die ganze, die coole Chiptune-Musik. Oh, das war einfach. Boom! He's just running away. Na komm, Emil. Sorry. It's going to explode. What's that? Hey there, guys. What's up? This thing's weird, 2B. Let's kill it. Wait, what? No. Good idea. No!
Okay, what was that? Der letzte verbleibende Mensch. Emil. Der hat scheinbar wohl auch hier eine komplette Sidequest. Wie auch immer man das triggert, das weiß ich nicht. Aber ich denke mal, nach dem zweiten Run werde ich erstmal gucken, was dann auf mich zukommt. Wenn ich irgendwann so an dem Punkt bin, dass nichts mehr Story-Technisches dazukommt, bis auf Endings, werde ich mir, glaube ich, auch einen Guide zuziehen. Ich glaube, das ist dann auch, ach ja, die. Ja. Das wird jetzt, witzig mit denen. Die sind super stark schon so gewesen. Ja, werde ich wirklich. So. Schießen. Ich glaube, so eine gewisse Kreisbewegung ist nicht verkehrt. Ey, ich würde ja wirklich besser in dem Spiel. Das ist ja unfassbar. Als ob wir so stark werden können mit 9S durchs Hacken. Oh lol. Oh lol. This forest we are stationed in. It is hot, humid, unhygienic, a punishing hell for machine life forms. None should have to live in such a place. I have decided. I shall make this our kingdom and declare our independence. What's a kingdom? Well, it's sort of like a large house. And inside this house, all our people live together as family. Family. I suppose a family might be good. Yeah, families are good. Oh fuck. Oh fuck. Er ist der Forest King. Er ist der Machines. They were talking about a king, right? I saw what looked to be a castle further in. Maybe we should take a look. Oh fuck. Ich fühle mich halt jetzt echt scheiße. Holy shit. Kann ich eigentlich Schweine hacken? Nee. Wäre aber zu lustig, wenn. Oh Mann. Diese große Maschine am Eingang des Dings, wo die dann gegen die man kämpfen muss. Die haben wir auch mit Tobi abgemetzelt, die Maschine. Das ist der Forest King gewesen. Oh lol. Ich bin gerade ein bisschen geflasht davon. Ich dachte mir so, what the fuck? Ich glaube, das wird hier noch eine ganze Ecke interessanter, weil wir einiges an Backstory noch erfahren. Oh Mann. Ich hatte keine Ahnung. Jetzt ergibt das Ganze auch irgendwie mehr Sinn als dieses Maschinenbaby oder was das auch war. Naja, auf jeden Fall, ich würde sagen, ich bin jetzt hier in dem Bildschirm, weil wegen den Schweinen. Ich würde auf jeden Fall sagen, ich bin super müde. Nein, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, euch hat der Part soweit gefallen und ist dann wieder beim nächsten Mal Part dabei. Bis dann, ciao, ciao.